Und damit willkommen zurück bei Assassin's Creed 2 in der wahrscheinlich letzten Aufnahme dieses Let's Plays. In der letzten Aufnahme haben wir erfolgreich den Edenapfel gefunden. Das war nämlich das ominöse Artefakt, das die Templer die ganze Zeit suchen. Wir haben ihn an uns genommen, haben ihn wieder verloren und haben ihn wieder an uns genommen. So, wir haben größtenteils alles erledigt, also sämtliche Aussichtspunkte sind erkundet. Monte Regioni ist komplett renoviert, oder besser gesagt bei einer Renovierung von, glaube ich, 94%. Die letzten 6% zu finden, würde bedeuten, irgendwelche Kunsthändler in der Stadt abzugrasen. Da habe ich persönlich keine Lust. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir, das ist jetzt der Bezug zur heutigen Handlung, wir haben alle Codex-Seiten entschlüsselt, hier an der Wand angebracht und haben mittels Adelauge und Apfel festgestellt, dass dort drin eine Karte versteckt ist. Eine Karte, die die gesamte Welt gezeigt hat, inklusive noch unentdeckter Länder wie Amerika oder Australien. So, und wir haben da gesehen, dass die Gruft, diese ominöse Gruft, die wir suchen und die auch die Templer um Rodrigo Borgia suchen, sich wohl in Roma befindet. Und genau dort wollen wir jetzt hin. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Nach Rom. Wirklich nach Rom reisen? Ich würde sagen, ja. Auf zur finalen Handlung dieses Spiels. Tja, noch mal überlegen, ob ich jetzt noch ein paar Folgen Nebenmissionen mache, aber ganz ehrlich, das sind noch so viele, das würde mindestens noch 7-8 Folgen Nebenmissionen werden. Dann haben wir wieder so einen großen Break zur Haupthandlung, das macht keinen Sinn. Jetzt ist die Haupthandlung gerade schön frisch. Von daher, ja. Roma, 1499. Es wird keine allzu lange Sequenz hier in Rom. Wir werden hier nicht lange sein. Die Engelsburg. Wird auch ein wichtiger Schauplatz in Assassin's Creed Brotherhood. Die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia den Spanier eliminieren. Im Maul des Wolfes. Haben wir hier eine Karte? Ja. Hier sind wir. Da wollen wir hin. Ich hatte ja schon erwähnt, Rom ist komplett aufgedeckt und... ja, abgesehen von Rodrigo Borgia gibt es hier für uns nichts zu tun. Und wir müssen jetzt in den Vatikan. Bin ich hier überhaupt richtig? Das kommt mir gerade so komisch vor. Mist. Aber rutscht. Das scheint mir irgendwie der plausibelste Weg zu sein. Ezio, hoch da. Ich könnte aber auch mal gucken, ob es vielleicht da längs... nein, das muss hier längs gehen. Ah, geht doch. Mal sehen, wo kommen wir noch hoch? Ich hätte so ein bisschen auf diesen komischen Pfeiler da rechts gehofft. Aber... das wird wohl nichts. Doch. Okay, seitliches Abspringen. Seitliches Abspringen war hier vonnöten. Ernsthaft, Ezio? Dieser Aushilfsassassine. Nein, warum? Manchmal habe ich das Gefühl, das macht er mit Absicht. Wahrscheinlich ist die Steuerung... guck, da wäre beinahe, hätte ich jetzt nicht Kreis gedrückt, schon wieder daneben gesprungen. Das Gefühl, die Steuerung ist... ey, das kann's doch nicht sein! Was macht denn der hier gerade? Also irgendwie ist die Steuerung noch extrem, ja, empfindlich. Später gibt es so, ja, ich will es jetzt nicht Autokorrektur nennen, weil ich da immer an Smartphones denken muss. Also es ist dann so, dass er immer automatisch so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad in die Richtung dessen lenkt, wo wir sozusagen hinwollen.
Also wenn wir zum Beispiel jetzt an die Wand springen, dann greift das schon mal so ein bisschen nach links von sich aus oder so. So, jetzt greifst du da aber Ezio. Dankeschön. Ah. Dieser Aufstieg hat länger gedauert, als es mich stolz machen würde. Die Herrschaften. Castel Sant'Angelo. Messere. So, gehöre ich also dir. Ich bin ganz der Deine. Und du gehörst mir, und zwar im Jenseits. So, Hebel umlegen. Sesam, öffne dich. Messere. Geht schneller, als sich hier jetzt groß drumherum zu schleichen. Da wir entdeckt werden dürfen, sehe ich auch keine Notwendigkeit zu schleichen. Und nebenbei dezimieren wir die Wachen der Borgia ein bisschen. Das ist ja grundsätzlich eigentlich nie verkehrt. Rom sieht schon geil aus, muss ich ja sagen. Werden wir uns in Assassin's Creed Brotherhood auch noch sehr ausführlich angucken, weil das ist nämlich der Schauplatz dieses Spiels. Nabend, ich bin der Ezio. Ich bin hier, um euren Hauptmann zu töten. Der Hauptmann ja gar nicht, Anführer, Papst. Stimmen wir uns so drüber nach? Ich denke, wir planen gerade einen Attentat auf den Papst. Das ist jetzt aus mehreren Hinsichten natürlich fragwürdig, aber wir wissen ja, wer der Papst in Wirklichkeit ist. Von daher, wir dürfen das. Assassino! Assassino! Allio! Ich bin ja weit gekommen. Ich bin ja weit gekommen. Jetzt hier ein bisschen schneller. Ich habe ihn! Sicher? Da! Hinterher! Schnell! Also wenn man uns das Spiel schon an die Hand gibt, das Pferd schon an die Hand gibt, aber ganz ehrlich, das geht auch ohne. Weil hier kommen wir eh nicht mit dem Pferd heil durch. Na, kommt her. Ist zwar nicht ganz ungefährlich, was wir hier gerade machen, könnte aber durchaus funktionieren. Es hat sogar funktioniert. Da ist er. Hallo. Schließt die Tore! Haltet den Eindringling! Ihr schießt weder die Tore noch haltet ihr mich. Okay, sie schießen die Tore. Ernsthaft. Ruhig. Ruhig, Kevin, ruhig. Dann haben wir jetzt ja wieder unser Pferdchen und können mal gucken, ob man auch mit dem Pferdchen da durchkommt. Ich meine, das Spiel wird uns das nicht wundlos an die Hand geben. Ja, Pferdchen ist da. Den Vatikan betreten. Entschuldigung. Pferdchen kommt darüber. Schließt die Tore! Haltet den Eindringling! Keine Sorge. Okay, spätestens hier ist Ende mit Pferdchen. Ende mit Pferdchen, habe ich gesagt, Ezio. Oh, dieses Steinewerfen macht mich so aggressiv teilweise. So, das habt ihr jetzt davon. Na kommt her, meine Freunde. War es das jetzt wirklich wert? Ich habe es leider etwas eilig, von daher kann ich jetzt nicht mit euch spielen. So, jetzt können wir ihn auskontern.
Na komm her, ich will dich auskontern. Vielen Dank. Mal schnell hoch da. Pferdchen müssen wir leider zurücklassen. Shh, it's okay. Da komm mal rein zu mir in den Heuhaufen. Ist gemütlich hier. Und du auch? Komm, mindestens einen kriegen wir hier noch rein. Hier ist noch Platz für einen mehr. Komm. Das hat er nicht gemerkt? Was ist das für eine Profiwache? Ruhe in Frieden, nutzlose Wache. Oh, er ist hier selten so ein verkacktes Luftattentat gesehen. Forza ragazzi, denkt an eure Ausbildung. Na komm her. So, fertig. Nächster. So geht das. So geht das Luftattentat. Ich glaube, der wollte uns gerade verraten. Zack. Holla, was ist denn hier alles los? Genau. Ach, die reden von mir. Moment, andere Idee. Rauchbombe. Erstmal schnell die Dicken ausschalten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Finde ich. Genau wie wir den Schweizer erledigt haben. Knack, einmal die beiden Klingen ins Gesicht und fertig. Und bei dem auch nochmal. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer. Klingenkonter sind nicht so leichter, dafür können wir die auch bei voller Gesundheit damit auskontern. Deswegen mache ich das jetzt mal. Geht im Endeffekt ein bisschen schneller. Na komm her. Ach komm. So, können wir hier eigentlich auch Medizin plündern? Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Was sagt unser Wachenrad? 15. Okay, dann nutzen wir nochmal eine und gucken nochmal, ob wir die nochmal auf 15 hochplündern können. Vielen Dank. So, hier ist gleich Sperrgebiet. So, nur wo müssen wir... Ah, okay, ich habe den Hebel nicht gesehen. Ich bin Hebel nicht gesehen. Wir hoffen, ich den nicht sehen kann, dass er schon wieder blinkt. Unentdeckt bleiben. Meine Lieblingsanweisung in jedem Assassin's Creed-Spiel, lass dich nicht entdecken. Das Medizin plündern. Rauchbombe, auch gut. Aber eigentlich wollte ich genau das. Wo wollen wir überhaupt hin? Okay, wir wollen zu dem Hebel da hinten. Der allerdings bewacht wird, wie es scheint. Der Herr, ich muss einmal an diesen Hebel da ran. Ich hab nichts damit zu tun. Der kommt mir bekannt vor. Laju, da! Mist, ich dachte, ich komme noch rechtzeitig in die Menschenmenge. Es war sehr ungünstig, dass die Wache gleich da am Eingang patrouilliert ist. Das konnte ich nicht sehen.
Gut, jetzt hier wissen wir jetzt ja, wie wir hier durchkommen. Immer noch ein bisschen Geld verdienen. Ah, ist kein Problem, die Wache da hinten sieht uns nicht. Und die Wache sieht nie wieder irgendwen. Lass mich gehen! Zeig mir dein Licht! Nein, niemand! So, okay, wir warten, bis er wieder dahinter verschwunden ist, dann gehen wir weiter. So, jetzt. Boah, wie sollen wir denn da hinten durchkommen? Da stehen drei Wachen. Ha. Ich hätte da so eine Idee. Und zwar schleichen wir uns direkt hinter ihm hier längs. Und zwar so. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Hat funktioniert, sehr schön. Rodrigo Borgia eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Da unten ist er. Visibilium omnium et invisibilium. Et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum. Et ex patronatum ante omnia. Na, das wird bestimmt nicht so einfach. Ich habe kaum, dass wir den einfach so anspringen können und der dann tot ist. Genitum non factum consubstantiale. Denn mal los, auf zu Rodrigo Borgia. Na? Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang. Kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard. Das glaube ich nicht. Der Edensplitter. Nein. Der Stab des Papstes. Der zweite Edensplitter. Wie kannst du widerstehen? Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Nein! Euch geht's wohl zu gut. Oh, immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Na, freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Der Stab sieht ziemlich unheimlich aus. Wie ihr wünscht. Ezio weiß den Apfel nämlich zu benutzen. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Cool, wir haben ein paar Verbündete. Komm her, Borgia. Trugbild Ezius, ihr dürft auch gerne angreifen. Trugbild Ezius, angreifen. Ich kann ja nicht mal kontern. Ich strecke dich nieder, Assassine. Glaube ich nicht. Wow, einen Balken hat er bis jetzt verloren. Du hältst mich nicht auf. Pseudo-Ezius, ihr dürft gerne angreifen. Alleine schaffe ich das hier nicht. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Macht er einen Schaden und wir ihm überhaupt keinen. Komm, unsere Truppe mit Ezius kämpfen auch irgendwie nicht. Kann ich die irgendwie befehligen? Ja, fürchte mich nur. Mach ich auch. Mach ich nicht. So, zwei Balken sind weg. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Die Hälfte ist weg. Können wir ihn jetzt kontern, wie jeden anderen Gegner auch? Ich glaube nicht. Nein, können wir nicht, okay. Das ist auch der Endgegner, der lässt sich natürlich nicht kontern, wäre ein bisschen sehr einfach. Ja,
fürchte mich nur. Nö, keine Lust. Na, komm her, du Sau. Hier prügeln wir einmal kreuz und quer durch die Sixtinische Kapelle. Was den Herrn Papst. Du, wie lange du durchhalten kannst? Länger als du, mein Freund. Du hältst mich nicht auf. Zwei Balken noch. Ihr seht schon, der ist zäher als jeder andere Gegner in diesem Spiel. Ich strecke dich nieder, Assassine. Glaube ich nicht. Halt dich für ein Gerücht. Ein letzter Balken. Ja, fürchte mich nur. Mach ich nicht, denn ich bin stärker. Nein. Das wirst du mir nicht nehmen. Nicht? Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Hä? Idiota. Und jetzt zurück zu dir. Ich kann fliegen. Bastardo. Das lief jetzt nicht ganz so wie geplant. Aber wir leben noch. Das war irgendwie mehr aus Prinzip als aus wirklich medizinischer Sicht, aber wir leben noch. So. Borgia hat sich hier in irgendeine Gruft verkrümelt. Das kann ich auch. So, damit hätten wir die Gruft gefunden. Rodrigo Borgia eliminieren und die Edensplitter in deinen Besitz bringen. Hä? Sind das Neonröhren hier auf einmal? Was ist denn das hier unten? Was ist das für ein Ort? Sehr futuristisch hier unten auf einmal. Und da ist Borgia. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Mit bloßen Fäusten. Mann gegen Mann. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Das ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Okay. Interessant. Sieht mir aber eher nach irgendwie futuristischem aus. Glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Das ist und mir bewusst. Wird er diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge.
Dein Bild des Schöpfers stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr jetzt stirbt doch endlich. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Stirbt er auch mal? Na, endlich! Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Nein! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Lassen wir ihn einfach in seinem Elend liegen. So, die Edensplitter. Denn im Gegensatz zu Rodrigo sind wir in der Lage, die Gruft zu öffnen. Wie das hier aussieht? Finden wir nun endlich die Wahrheit? Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Und nun? Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid... Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen. Aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Was? Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Was? Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte,
schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. War es das? Also die Minerva nutzt scheinbar Ezio. Es ist getan. Okay, die doch nicht. Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Die gute Minerva hat Ezio genutzt, um zu Desmond zu sprechen. Hat sozusagen in Ezios Erinnerungen Informationen verarbeitet und diese Informationen hat Desmond sozusagen jetzt gefunden. Und das war Assassin's Creed 2. Ich dachte eigentlich, es kommt jetzt noch was, aber scheinbar sind wir durch mit dem Spiel. Das, woran ich mich erinnere, kommt wahrscheinlich jetzt in Assassin's Creed Brotherhood. Ich habe mich noch an so eine Mission in so einer Kirche erinnert, aber es kommt scheinbar später. Gut, wir sind fertig mit Assassin's Creed 2. Es sind nur etwa 10 Minuten bis... Auf meine ganze Ausrüstung reinzugehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Okay, ich dachte, das Spiel wäre jetzt vorbei. Weil auch schon die Credits durchs Bild laufen. Aber nun gut. Also, wie ist der Plan? Wir hauen hier ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, der... Wir kriegen Besuch. Ich sehe nix. Der Truck ist gleich vor uns. Mr. Martens, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergolden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirling. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Sehr gerne. Sind das viele. Aber wir können jetzt mit einer Klinge kämpfen. Haben wir ja gelernt. Von Ezio. Real-Life-Attentate, finde ich cool. Okay, wir können auch kontern, sehr schön. Okay, wir haben aber nur eine Klinge. Na komm. Geht doch. So, wo sind die nächsten? Widdig ist abgehauen, war ja klar, feige Sau. Lucy! Okay, noch mehr. Ich konnte nicht angreifen, wurde erstmal umgehauen. Ja, sehr logisch.
Knack. Next. Knack. Next. Next. Dann den noch hier. Ein bisschen Templer-Schnetzeln am Ende, immer gut. Das sollte ich dich fragen. Oh, Doc. Jetzt gibt's nur noch sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Feigling. Desmond, wir müssen los. Feiger Hund. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Strafen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch, Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Jo. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. So, darf ich jetzt reden? Ja. Also, noch einmal, das war Assassin's Creed 2. Ein, wie ich finde, sehr geiles Spiel. Ist unglaublich geil gemacht in Hinsicht Story. Also, Storytelling ist eine große Stärke bei Assassin's Creed. Wir haben wirklich spannende Story hier gehabt. Viele Charaktere, schöne Wendungen. Auch die Überraschung, dass plötzlich alle unsere Verbündeten Assassinen waren, ohne sich uns zu erkennen zu geben, hat mich damals sehr überrascht. Rodrigo Borgia ist ein richtig schöner Bilderbuch, Bösewicht, machtbesessener Templer-Großmeister, der auch noch Papst, also ein unglaublich mächtiger Mann. Wir haben ihn natürlich leben lassen. Inwieweit das eine gute Entscheidung war, wird sich in Assassin's Creed Brotherhood zeigen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Let's Play mit euch aufzunehmen, für euch aufzunehmen, wie auch immer. Sind inzwischen einige Folgen geworden. Ich glaube, es müsste irgendwas mit 35, 36 Folgen a 30 Minuten sein. Also mindestens 20, also knapp 20 Stunden Spielzeit. Das ist solide, wie ich finde. Vielleicht mache ich noch ein paar Epilog-Folgen und arbeite noch ein bisschen die Nebenmissionen ab. Habe ich jetzt aber nicht mehr gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon am Anfang dieser Aufnahme gesagt, weil es gibt noch so viele Nebenmissionen. Das wären diverse Folgen, reine Auftragsattentate, Sprints und Kuriermissionen geworden. Das ist für ein Let's Play, finde ich, ein bisschen langweilig. Man kann sowas machen, wenn man es selber mal durchspielt, um sozusagen möglichst hohe Synchronisation des Spielstandes zu erreichen. Dann kann man sowas machen. Aber ich finde, im Let's Play zieht es das Ganze sehr unnötig. Notiz für mich selbst ist für die nächsten Assassin's Creed Let's Plays, dass ich nicht immer Blöcke machen werde. Story, Auftragsattentate, Story, Nebenmission, Story, Nebenmission, sondern das Ganze immer so ein bisschen mischen. Dann mal eine Mission, dann wieder zwei, drei Nebenmissionen, wieder Story, Mission, ein bisschen erkunden, Nebenmission, Story, das Ganze so ein bisschen kreuz und quer mischen, um das Ganze einfach ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, weil in diesem Let's Play habe ich tatsächlich entweder Story gemacht oder Nebenmission, und zwar blockweise, und das ist jetzt rückblickend vielleicht nicht die beste Vorgehensweise gewesen, weil halt am Ende sehr viele Nebenmissionen fehlen. Ursprüngliche Idee von mir war, einfach sozusagen bis zu Rodrigo Borgia zu spielen, also bis zur Reise nach Rom sozusagen, und dann alles an Nebenmissionen abzuarbeiten und dann zum Endgegner zu gehen, sozusagen mit maximaler Synchronisation. Aber rückblickend, das wäre zu langatmig geworden. Das hätte sich, glaube ich, keiner angeguckt, wie ich 3-4 Stunden lang nur Auftragsattentate und Kuriermissionen mache. Von daher habe ich das gar nicht erst versucht. Ja,
wie gesagt, Assassin's Creed 2 finde ich sehr geiles Spiel. Extrem lange Story, 14 Sequenzen, das ist absoluter Rekord. Das werden wir so in dem Umfang nie wieder in Assassin's Creed erleben. Assassin's Creed 2 ist so eins, ist so das Spiel, was so ein bisschen noch extrem auf Storytelling ausgelegt ist. Danach wandelt es sich Stück für Stück ab. Das werdet ihr auch schon in Brotherhood sehen. Wandelt es sich so ein bisschen ab in Richtung Open World. Also viel erkunden, viel Nebenmission, viel drumherum, weniger Story, dafür mehr drumherum. Das ist so Brotherhood, Revelations sind also Übergangsspiele und spätestens ab Assassin's Creed 3 ist sehr, sehr offen die ganze Welt. Und Assassin's Creed 4 Black Flag, wer das mal gespielt hat, das ist eine gigantische Open World mit der Story, die nur noch am Rande stattfindet. Auf das Let's Play freue ich mich auch schon riesig, das wird sehr lang, sehr lang. Aber bis dahin haben wir noch Brotherhood, Revelations und 3 vor uns, von daher es wird noch einige Zeit dauern, bis wir uns in die Karibik zu Edward Kenway aufmachen. Wird aber auf jeden Fall noch auf diesem Kanal stattfinden, wann weiß ich natürlich noch nicht, weil ich auch noch andere Sachen als Assassin's Creed Let's Playen will. Auf jeden Fall ist das hier, finde ich, ein sehr schöner Einstieg in die Assassin's Creed Welt, weil es halt wirklich alles zeigt, was das Spiel ausmacht. Attentatsmission, Schleichmission, Verfolgungsmission, Templerverschwörung, ein sympathischer Protagonist, man erlebt den Aufstieg von ihm zum Assassinen. In Brotherhood zum Beispiel sind wir bereits Assassine und Assassinenmeister und so. Jetzt hier in diesem Spiel erlebt man sozusagen den Aufstieg von Ezio vom Sohn eines Bankiers zum naiven Assassinenrekruten bis zum am Ende, wie ich finde, weisen Assassinen. Die Wandlung, die Ezio im Laufe dieses Spiels durchmacht, ist, finde ich, sehr schön gemacht. Man kann Schritt für Schritt sein Wachstum, sowohl körperlich als auch von der Mentalität und von der Überzeugung her, das kann man live mitverfolgen, wie er immer reifer und weiser wird. Und das wird sich auch noch durch die nächsten Spiele ziehen. Am Ende vom dritten Ezio-Teil, nämlich von Assassin's Creed Revelations, ist ein unglaublich weiser Mentor. Hammergeiler Charakter, mit unglaublicher Charaktertiefe. Das hat man vor allem in der letzten Aufnahme bei dieser Ansprache gesehen, nachdem wir Savonarola eliminiert haben, wo Ezio diese Ansprache vor der Bevölkerung von Florenz hält. Das ist richtig Charaktertiefe. Das ist ein richtig guter Protagonist mit richtig Charaktertiefe. Das wird nicht in allen Assassin's Creed-Spielen so sein. Zum Beispiel Assassin's Creed Rogue oder Assassin's Creed Unity, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob diese beiden hier jemals zum Let's Play kommen werden, oder Assassin's Creed 1 mit Altair, finde ich, fehlt so ein bisschen die Charaktertiefe in den späteren Spielen. Ist Altair der Assassine mit der meisten Charaktertiefe, er ist so der weise Prophet und so weiter. Ich meine, auch die Prophezeiung, die uns jetzt hier als Prophet sozusagen darstellt, wurde ja auch von Altair verfasst. Also ihr Assassin's Creed 1 spielt um 1100, Ezio jetzt spielt um 1500, also 400 Jahre später. Ja, sieht so aus, als wären die Credits zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die dieses Let's Play angesehen haben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und wir werden uns noch in einigen weiteren Assassin's Creed Let's Plays wiedersehen. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.